Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir heute wieder eine etwas andere Perspektive. Ihr steht nämlich auf meiner Kommode und ich habe mir gedacht, für das heutige Minimalismus-Mittwoch-Video zeige ich euch einfach mal den Inhalt von meiner Kommode, quasi einen Kleiderschrank Teil 1, denn der Kleiderschrank hinter mir hier, den zeige ich euch dann in einem anderen Video. Heute geht es tatsächlich nur um die Kommode und ja, vorweg, was habe ich für eine Kommode? Es ist eine Malmkommode mit 4 Schubläden in schwarz, seht ihr auch gleich, aber ich verlinke es euch gerne unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, meine kompletten Möbel aus meinem Zimmer, außer mein Bett, sind ja von IKEA. Und ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt die Kamera in die Hand, so wie bei dem Schreibtisch-Inventur-Video, und zeige euch die verschiedenen Schubläden von der Kommode. Wir sortieren auch in diesem Video nicht aus, tatsächlich, sondern ich zeige euch einfach eine Bestandsaufnahme. Genau. Was ich noch sagen möchte dazu, ist, dass ich Sommer- und Winterklamotten getrennt habe. Das heißt, da sind jetzt aktuell tatsächlich nur die Frühlings- und Sommersachen drin. Die Winter- und Herbstsachen sind auch gar nicht in meinem Zimmer. Die sind nämlich in einem Karton und der ist weggepackt. Dementsprechend ist die Kommode nicht ganz so voll. Ich glaube, wir haben 2 tatsächlich volle Schubläden und in dem anderen ist dann noch Vorrat, aber das seht ihr dann gleich. Genau, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns nach dem Intro und fangen dann direkt mit dem Inhalt dieser schönen Kommode an. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem obersten, also obendrauf quasi an. Da haben wir einmal meinen Sommerhut. Finde ich sehr stylisch. Dann so ein Duft, Raumduft. Dann habe ich da noch so eine Creme, ich glaube, das war eine Handcreme. Genau, eine von Silbermäh, die habe ich mal zu Weihnachten bekommen. Das ist so eine kleine Probe. Dann haben wir hinten dran da noch ein Bild von mir und meiner Mama. Tatsächlich. Dann habe ich hier noch Bettwäsche liegen, aber nur, weil ich mein Bett noch überziehen muss diese Woche. Und dementsprechend habe ich das direkt oben drauf liegen, weil ich noch nicht weiß, ob ich das heute mache oder morgen oder wann auch immer. Und hier hinten haben wir eine leere IKEA-Box. Da kommen meine einzelnen Socken rein, wenn ich mal einzelne Socken habe, aus der Wäsche. Und dann sammle ich die und in den meisten Fällen finde ich tatsächlich auch das zweite Socken-Einzelstück quasi wieder. Also das ist ganz cool. Und so gehen mir auch nicht so die Socken verloren. Wie gesagt, das ist die große Malmkommode mit insgesamt 4 Schubläden. Ihr seht das jetzt ziemlich schlecht, aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine auf und schauen da mal rein. Also hier habe ich Schlaf-T-Shirts. Dann habe ich hier noch einen BH, der gehört eigentlich auf die andere Seite. Noch mehr Schlaf-T-Shirts,
so Schlafhosen, also so richtige Schlafanzughosen. Also so richtige Schlafanzughosen haben wir zum Beispiel hier die eine. Dann hinten dran sind noch so, ja, so bequeme Hosen, die ziehe ich im Sommer auch tatsächlich an für, also alltagsmäßig. Aber im Winter halt auch gerne als so Schlafhose oder gemütliche Zuhausehose. Dann haben wir dahinter noch eine Sportleggings. Und ich roll meine Sachen immer so ein bisschen hier rein, weil ich der Meinung bin, dass dann da mehr reinpasst und dass das vor allem ordentlicher ist. Wie gesagt, noch Leggings hier unten, dann noch kurze Schlafanzüge. Dann machen wir weiter da hinten. Das ist jetzt so eine. Normalerweise habe ich die von IKEA, also diese weißen Unterteilung hier. Aber die sind tatsächlich nicht von IKEA. Da war, glaube ich, eine mal von Kick und eine von Rossmann. Da war früher mal mein Kaffee. Meine Kaffeekapseln waren da drin. Da habe ich so Tops zum runterziehen oder auch im Sommer kann man die ja auch so anziehen. Noch eine Strumpfhose und da unten ist tatsächlich noch eine Unterhose. Und dann haben wir hier vorne meine ganzen Unterwäsche, Hosen, also BHs und Unterhosen. Dann haben wir hier Socken. In den meisten Fällen sind das tatsächlich normale Socken. So wie diese hier. Aber ich habe auch kurze und tatsächlich noch ein, zwei warme Socken, denn es ist tatsächlich auch im Mai bei uns noch relativ kalt. Finde ich ja richtig krass, aber tatsächlich. Und dann habe ich hier noch so Langarm-Shirts, weiße, also ein weißes, ein schwarzes, so ein, ich weiß gar nicht, khakifarbenes und so ein blaues. Genau, und das rolle ich halt auch so ein, weil ich einfach finde, dass man das irgendwie dann schneller findet und genau weiß, was halt da ist und was halt in der Wäsche aktuell ist. Das war dann quasi schon meine erste Schublade, also so viel ist das da drin tatsächlich gar nicht. Ich mache mir hier wieder zu. Und die zweite und tatsächlich auch, also das sind wirklich die beiden Schubläden, die ich, wie gesagt, benutze. Die anderen sind halt nur für irgendwelche Vorräte, in Anführungszeichen, wenn ich zum Beispiel was bestellt habe und ich habe das aber noch nicht gezeigt oder so, dann räume ich das meistens in die Kommode ein. Aber das seht ihr gleich. Hier haben wir jetzt tatsächlich noch solche Oberteile, so dünnere Pullis. Bis da hinten durch. Ihr seht, das ist nicht so wirklich. Wie gesagt, die rolle ich halt auch so ein, ne? Das ist, glaube ich, die Marie Kondo-Methode. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich stelle die halt immer so auf, dass man halt einfach was rausgreifen kann. Und das halt auch wieder einfach zurückstecken kann. Und ich finde halt, dass man dadurch irgendwie mehr einen Überblick hat, was gerade da ist und was in der Wäsche. Dann habe ich hier noch zwei Jeanshosen. Dann habe ich hier kurz, also das sind drei Viertel. Die sind von Taco, meine ich mal, gewesen. Das ist noch tatsächlich eine ganz lange Sommerhose, aber super dünn. Dann habe ich hier kurze Hosen, die zwei, und Röcke. Und hier habe ich tatsächlich so Oberteile für den Sommer, ne? T-Shirts, so eins von so ein Top, aber so ein bisschen schöneres Top, also nicht so ein Basic Top, sondern so ein anderes. T-Shirts in allen möglichen Variationen, die passen tatsächlich auch alle rein. Mensch, total außer Puste, ich weiß gar nicht warum. Genau, aber aktuell ist das Wetter halt leider noch nicht so ganz für T-Shirts, also ich greife da dann meistens eher in diese Variation hier. Aber ja, das wird bestimmt noch kommen. Und dann kommen wir auch schon
zu meinen sogenannten Vorräten. Also ich denke, ihr seht, dass das sind halt zum Beispiel eine Hose, die habe ich bei Vinted gekauft, die ist noch neu. Dann habe ich noch mehr Unterwäsche. Dann habe ich Pullis gekauft bei Lidl im Online-Shop, einen Schlafanzug. Dann ist da hinten noch Bettwäsche. Also ihr seht, das ist eigentlich, wie gesagt, nur so Vorrat. Also Vorrat will ich es nicht nennen, aber das sind halt Sachen, die habe ich noch nicht abgefilmt und deswegen sind die da noch drin. Aber wahrscheinlich werdet ihr den Lidl-Haul bald mal sehen, wenn ich dazu komme, ihn abzudrehen. Und die letzte Schublade ist tatsächlich nur, da steht noch meine Wäschetüte, genau. Habe ich noch so ein Kühlding für den Sommer, Kühltasche. Und tatsächlich eine Reisetasche, die habe ich letztes Jahr schon bei Lidl gekauft. Mit der Hoffnung, dass wenn man ja bald mal wieder verreisen kann, dass man dann tatsächlich eine Reisetasche hat, die ich auch an den Rollator hängen kann, beziehungsweise auf den Schoß tragen kann, ohne dass sie zu groß oder zu schwer ist. Das war mein ursprünglicher Plan. Ja, sie liegt immer noch unbenutzt mit Etikett in der Kommode. Also ihr merkt, ich hätte sie auch gut erst dieses Jahr kaufen können, weil es ist ja einfach noch nichts mit Verreisen. Genau, aber die sind da noch drin. So, wie gesagt, das war jetzt im Prinzip schon hier alles. Die anderen Sachen so für den Winter und andere dickere Hosen und noch mehr Jeanshosen, die habe ich tatsächlich zu den Wintersachen gepackt, denn ja, im Winter brauche ich ja auch Jeanshosen und wenn da manche schon so verwaschen sind oder so, dann sortiere ich die dann auch aus, sobald ich halt wieder meinen Kleiderschrank quasi umsortiere in Wintersachen. Also, genau. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder am Ende von dem Video. Das war tatsächlich nicht ganz so viel, aber ich muss dazu auch sagen, also meine Wäschekiste ist schon halb voll. Also normalerweise ist da halt noch ein bisschen mehr drin, aber ja, ich komme ganz gut zurecht, muss ich sagen, tatsächlich mit der Kommode. Mir würde, glaube ich, auch noch eine kleinere Kommode reichen, aber ich habe lieber noch ein Fach quasi leer, anstatt dann wieder zu wenig Stauraum, weil man, wie gesagt, weiß ja nie. Ich liebe die Kommode wirklich, also sie ist wirklich toll und auch für den Preis, was sie kostet, finde ich sie super, würde sie auf jeden Fall empfehlen. Und auch gerade dieses, was ich euch jetzt gezeigt habe oder was ich im Prinzip in meiner Kommode laufend fortbewegt, weiß ich nicht, ob man das so nennt, aber einfach dieses, dass man das halt so faltet oder so einrollt, das bewahrt halt so ein bisschen den Überblick, finde ich. Was habe ich genau da drin, was ist gerade in der Wäsche? Und auch beim Einsortieren, finde ich, dann sieht es halt direkt ordentlicher aus. Genau. Aber das war's dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Es war ein sehr schnelles und sehr, vielleicht nicht so ganz so ein Video, wo ihr jetzt denkt, boah, cool, Kleiderschrank oder so. Den anderen, wie gesagt, den anderen Kleiderschrank zeige ich euch dann in einem anderen Video. Da ist wirklich dann tatsächlich noch ein bisschen was für den Winter drin und auch noch ein paar Sommerkleider und so. Also die Sachen, die ich halt nicht in die Kommode einräumen kann, die sind dann in dem Kleiderschrank. Die hängen dann tatsächlich auf der Kleiderstange. Und aber ja, das war jetzt erstmal meine Kommode. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ein Abo auch immer gerne, falls ihr mich noch nicht kennt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.